Hallo. Ja, das ist mein Buch. Hier siehst du auch den Fensterwischer. Den nehme ich ja immer wieder gerne. Und heute möchte ich ein Bild malen, hier, wo auch diese Blumen mit auftauchen. So was Ähnliches wollte ich machen. Die Farbtöne wollte ich nehmen. Vielleicht ein Grün dazu. Also irgendwas Blumiges. Das Rot finde ich auch ganz schön. Also die drei Farbtöne habe ich mir für heute vorgenommen. Ja. Dann starten wir mal. Also ich habe hier verschiedene Schwämme, habe ich mir hier hingelegt. Und brauchst auf jeden Fall Wasser. Das ist immer klar. Du machst dir den Schwamm immer erstmal einmal nass. Und dann geht es auch schon los. Also ja, ich habe mir überlegt, wir haben ja Valentinstag. Und da dachte ich mir, male ich euch doch mal ein paar Blumen. Und ja, es ist eh alles nur immer grau und grau im Moment bei uns. Und deswegen dachte ich, ein bisschen malen, ein bisschen Spaß haben. Es soll was Einfaches werden natürlich. Und ein paar Blumen auf jeden Fall. Schmier deine Farbe also erstmal da drauf. Und die Finger dürfen auch schmutzig werden. Dann nehme ich noch ein bisschen Grün dazu. Und ja, die beiden Farben mag ich schon ganz gerne. Jetzt tupfe ich hier mal ein bisschen dunkelgrün dazu. Und ich stelle mir jetzt schon hier so einen kleinen, ja, wie so ein Flieder. Also ich wollte irgendwas Kleines machen. Es kommt halt auch immer darauf an, in welcher Stimmung man ist. Ob man jetzt gerne große, weite Schwünge machen will oder eher so kleine, filigrane, meditative Sachen. Also es hat immer was Meditatives, finde ich. Aber jetzt gerade so hier kann ich einfach ein bisschen rumtupfen, mal gucken, was entsteht. Meine Fantasie geht schon auf Reise gerade. Der Akt des Malens lässt dir sehr viel Freiheit. Und ja, hier möchte ich jetzt ein paar Linien mit reinbringen. Wenn du die Blätter siehst, weißt du, dass die immer auch weiß aussehen. Also weiß kann ich hier gut dazu tupfen. Noch mal ein paar Tiefen mit reinbringen, ein paar Schatten. Ich wechsle jetzt aber auch gerade schon die Technik. Falls du es bemerkst, ich trage die Farbe sehr dick auf. Das gefällt mir viel besser. Die ganze Bildaufteilung wird mir jetzt gerade ganz anders und ich kam nämlich nicht weiter gerade. Oh Gott, ja, okay, ich weiß schon, was hier gerade entsteht. Es war gar nicht meine Absicht, aber du siehst, was hier gerade passiert. Das ist viel schöner. Das befreit mich jetzt gerade total. Wasser, Wasser, Wasser. Ja, das hat jetzt nichts mehr mit meinen Blumen zu tun, aber ich denke, so ein paar Rosen auf dem Wasser oder auf dem Teich könnten ja hier auch angedeutet werden. Also ein paar Blumen heute auf dem Wasser schwimmend für dich. Das inspiriert mich total und ja, es ist eine schöne Stimmung. Also die Farben geben einfach eine schöne Stimmung und ja, die Linien inspirieren mich natürlich total. Auch wenn ich jetzt nicht vorgehabt habe, hier einen Teich hinzusetzen. Ich versuche es nochmal ja, in irgendeine andere Richtung zu bringen, aber ich glaube, das soll heute wohl so sein. Ich liebe das. Spiegelung auf dem Wasser. Ich mag das total gerne,
Ja, auch wenn ich jetzt weiß, es kann jetzt so vielleicht gar nicht stimmen mit dem Rot da unten, das ist doch völlig egal, oder? Lichtreflexe. Ja, spiel einfach mit den Farben und konzentriere dich jetzt gar nicht so darauf. Also ich konzentriere mich jetzt nicht so darauf, wie was wo sein muss, sondern so, wie es mir mein Gefühl gerade sagt. Und ja, versuche mich da einfach hinzugeben und nicht so sehr auf irgendwelche realistischen Malvergleiche mich einzulassen. Auch einfach Spaß, die Farbe hier mal ein bisschen dicker drauf zu schmieren, dann deckt sie natürlich auch gut. Und jetzt muss ich an dich denken, Christina, wir hatten das gerade im Kurs. Das ist das, was ich meine, das sind nämlich die Trauerweiden, die immer an so einem Teich da vorstehen oftmals. Du weißt, was ich meine. Und du liegst gerade krank im Bett wahrscheinlich. Also alles Gute für dich auf diesem Weg. Und auch an alle anderen, die gerade krank sind. Gute Besserung. Etwas Schönes zu schaffen, ist halt einfach auch ein unglaublich schöner, wertvoller Moment und du kannst einfach abschalten und ja, das entstehen lassen. Kann jetzt hier natürlich auch noch ja, so kleine wie heißen sie denn jetzt? Teichrosen, Seerosen hinzaubern, ganz einfach hier mit der Spitze. Kannst du selbst entscheiden. Guck einfach, du kannst das Bild als Inspiration nehmen und da einfach für dich experimentieren und schauen, was du daraus zauberst. Mir macht es auf jeden Fall viel Spaß. Ich kann hier einfach toll mich ablenken und auf gute Gedanken bringen und die Malerei so schön genießen. Das ist einfach wertvoll. Ja, so lasse ich das. Mehr möchte ich gar nicht malen heute. Das reicht mir so. Ja, heute geht es auch wieder darum, den Plan loszulassen, sich darauf einzulassen, aufs Malen, einfach Gedanken fließen lassen, ja, seine Bewegung in der Malerei auch mal zu ändern. Und ja, dann ändert sich eben auch einiges andere. Das zieht immer auch vieles nach sich. Also positive Gedanken für dich, lass es bunt werden und hab einfach ein bisschen Spaß. Vielen Dank für dein Like, vielen Dank für dein Abo und ja, ich freue mich auf deinen Kommentar. Im Moment habe ich selber so viel zu tun, dass ich es immer leider nicht mehr schaffe, die Kommentare auch zu beantworten. Aber ich lese sie und ich freue mich so sehr. Das ist so lieb von euch. Vielen, vielen Dank.
Wo findest du auch die Werkzeuge nochmal beschrieben? Sind dort auch einfache Anleitungen mit drin, wo du auch als Anfänger erstmal mit starten kannst? Sind aber auch genug schon in meinem Kanal, glaube ich, die dich da sehr gut unterstützen können. Aber schau da ruhig nochmal rein, da ist der Schwamm drin und auch der Fensterwischer und ja, vieles weitere auch. Also Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja, die Vögel zwitschern schon. Ich habe sie vorhin schon immer gehört. Die Kohlmeisen sind ganz laut im Moment. Also vielleicht kannst du noch gerade einen kleinen Spaziergang genießen und dann mischst du dir die Farben an und gehst ran an dein Bild. Ich trinke jetzt erstmal meinen Kaffee und chatte mit euch. Das finde ich großartig. Dankeschön. Tschüss.